Nach dem gestrigen Wahlkampfauftakt in Kapfenberg startet heute Norbert Hofer in seinem Heimatbundesland in den Bundespräsidentschaftswahlkampf. Und eines ist sicher, hier in Eisenstadt, wo Hofers politische Laufbahn begann, kann er ein regelrechtes Heimspiel erwarten. Ein absolutes Heimspiel, hier bin ich aufgewachsen, hier bin ich daheim, ein klares Heimspiel. Das ist ein wahres Heimspiel, denn Norbert Hofer ist genau der Politiker, der in der Beliebtheitsskala sehr hoch oben an ist. Und ich glaube, auch als Landeshauptmann Stellvertreter, glaube ich auch behaupten zu können, dass das Land, das Burgenland stolz sein kann, diesen Kandidaten zu haben. Und du bist vor allen Dingen einer, der eben nicht hinterm Schreibtisch sich versteckt. Trotz deines Handicaps unterwegs bist, bei den Menschen draußen bist. Und genau das schätzen die Menschen auch an dir. Denn die anderen Kandidaten würden ja am liebsten ihren Wahlkampf hinter dem Schreibtisch vornehmen. Die haben ja quasi Angst, wenn es bei den Menschen sind. Ich meine, schauen wir uns an, eine Frau Dr. Gries, einen Hunsdorf, einen Kohl. Jeder, der die kennenlernt, kann die nicht mehr wählen, wenn man die persönlich kennenlernt. Ja. Zwei Parteien sind gerade dabei, alles zu verspielen, was unsere Eltern und Großeltern mühsamst aufgebaut haben. Und wir können nicht mehr warten. Daher hoffe ich wirklich, dass es schon bald nach dieser Bundespräsidentschaftswahl auch zur Neuwahl kommt. Ich finde das eine tolle Sache, vor allem ein Norbert Hofer, ein richtiger Burgenländer, ein Mann des Volkes, der sehr beliebt ist, auf die Bevölkerung zugibt. Er ist meiner Meinung nach der einzige Kandidat, der auf die Wünsche des Volkes eingeht und auch der einzige Wählbare. Gerade für mich als junge Persönlichkeit, dass er uns vertritt und ich glaube der einzige glaubwürdige Jugendvertreter als Präsident sein würde. Mutig und stark, aber auch mit Verantwortungsbewusstsein. Liebe Freunde, alles ist möglich. Ich freue mich darauf, mit eurer Unterstützung und mit euch gemeinsam diese Wahl zu gewinnen. Glück auf, liebe Freunde!